Welcome, ladies and gentlemen, zu TV Total, die Oscar-Edition heute. Leute, ich bin so in Gala-Stimmung. Okay, yeah. Wir sind eine Gruppe. Die ganze Sendung fühlt sich jetzt schon unfassbar teuer an. Wirklich. Wenn ich mir eure Gesichter angucke, so ein wunderschönes Publikum. Wirklich, so, ja, wirklich. Und ich zeige nicht wahllos einfach in der Gegend rum. Ja? Ein schönes Publikum, sexy Moderator. Sexy Moderator und eine Band haben wir auch. Und ich dampfe noch roten Teppich, So geflasht war ich von der Nacht der Nächte. Ja, von wegen hier im Westen nichts Neues. Ha, ich sag nur. Drei. Oscars. Ja, drei. Also vier. Grandios, ja. Und was mir aber noch besser gefiel, viel, viel besser als die Verleihung selbst, ist eigentlich die Berichterstattung. So, mein guter Freund Steven Gätjen war ja auch da. Und der hat den roten Teppich beackert, als gäbe es keinen Morgen. Mir ist aber aufgefallen, er hatte es schon mal leichter. Andy, is there a chance to talk to you? No, there's no chance to talk to you. That's Riz Ahmed. Riz, can we talk? It's live. Can we talk? Also gut. Can we talk to Austin? One question for Germany. We're live. Okay, you're coming back. Promise. Sie macht gerade kurz ein Foto und kommt sie gleich wieder zurück, hoffentlich. Sorry, is there a chance that because we're live at the moment? I know that you have plenty of things to take care of. Hier ist Idris Elba, der kommt nochmal zurück, macht aber komischerweise nur ein Interview mit unseren Kollegen von Entertainment Tonight. Denai, can we just talk for one minute? We are live in Germany at the moment. One second. Yeah, but one question. Do you want to say hi to Germany? No. Habt ihr es mitgekriegt? Also das Geile ist, sie hat eben gerade zu mir gesagt, sie können nicht, weil sie direkt weitergehen müssen. Aber jetzt steht Idris hier direkt neben uns und gibt ein 5-Minuten-Interview. Was soll man machen? Ja, was soll man machen, ey? Was soll man? Der arme Kerl, ne? Ja, wirklich. Hoffentlich wird er nicht pro Interview bezahlt. Dann hat er draufgelegt. Kleiner Tipp, ich habe das Gefühl, Can We Talk ist nicht unbedingt ein Türöffner in Hollywood. Ja? Kennt man auch aus dem Deutschen, können wir mal reden? Da laufe ich selber weg. Können wir mal reden? Nein. Aber hey, Steven, lass dich nicht unterkriegen. Beim nächsten Mal klappt's bestimmt. Ich drück dich die Däume. Ja, eigentlich kann man auch sagen, vielleicht hat er sogar Glück gehabt, weil es ist nicht immer gut, wenn du jemanden vor dem Mikro bekommst. Hugh Grant zum Beispiel, der war mal so richtig mies gelaunt. Ich hatte das Gefühl, der war richtig nölig. Well, what are you wearing tonight then? Just my suit. Your suit? Who yeah. made your suit? You didn't make it. I can't remember, my tailor. That's okay. Yeah. Shout out to the tailor. Yeah. So tell me, what does it feel like to be in Glass Onion? It was such an amazing film. I really loved it. I love a thriller. How fun is it to shoot something like that? Well, I'm barely in it. I'm in it for about 3 seconds. Yeah, but still, you showed up and you had fun, right? Almost. Okay, all right. Okay. Well, thank you so much. It was nice to talk to you. Yeah. All right, back to you guys. Oh, die sind so auf einer Wellenlinie, die zwei. Aber die Amis, da können wir uns wieder eine Scheibe von abschneiden. Weißt du, wir werden tierisch gedisst, was man die... Ah, die lächeln. Die lächeln das weg, sagen, ah, back to you guys. Und alles ist wieder gut. Das finde ich, das fehlt uns im deutschen Fernsehen. Naja. Schön fand ich aber auch die Kollegen von Brisant. Da muss man sich vorstellen, die waren in L.A., Hollywood, ja, bei der Gala des Jahres und ließen sich natürlich es nicht nehmen, den schönsten Spot vor Ort zu zeigen. Es hat schon aufgehört zu regnen und wir sehen auch über uns schon die allerersten blauen Wolkenlücken. Das wird also alles heute gut gehen, wenn die Stars flanieren. Mal ganz kurz, wo sind die? Das ist L.A.? Am Bauzaun? Es sieht eher aus wie Neukölln. Ich finde, von der Stimmung hätte Hugh Grant da sehr gut hingepasst. Also da frage ich mich, du bist am Hotspot, ne? Da gibt es den Walk of Fame, Venice Beach, und was machen die? Einen Bauzaun, lass mal da hinstellen, alles klar. Wenn man dann lieber Steven Gätjen ohne Gesprächspartner, oder? Traurig, sehr, sehr traurig, ja. Wir kommen gleich noch mal zu den Oscars, aber wir bleiben in Hollywood, in L.A., weil L.A. hat noch viel mehr zu bieten, wie zum Beispiel Germany's Next Topmodel bei Heidi Klum. Ja. Ja. Da kann Kino einpacken.
Ich finde wirklich, ne? Also wenn Wolfgang und ich, wenn wir zwei GNTM gucken, Kino kann einpacken. Da stimmen die Outfits, die Charaktere, ja? Und die Dialoge, Hammer, ey, absolut preisverdächtig. Ich habe schon mein Lieblingshut bekommen, also mit dem wie heißt der Schwarm? Schwarm? Ein Schwarm. Ist der Schwarm? Nee, gell? Egal, Ente. Ja. Wie war das Tier nochmal? Ist das Scham? Schwarm? Schwarm? Ente? Aber ich kenne das Gefühl, ja? Wenn ich beim Chinesen bin, frage ich mich auch immer: Ist das Schwamm? Schwarm? Oder Ente? Genau das gleiche Gefühl. Ich glaube, Elsa ist jetzt meine neue Favoritin. Eigentlich war es Sarah, jetzt ist es Elsa. Weil die bringt alles mit, was du fürs Model-Business brauchst. Ne? Vor allem, ich finde, genau den gesunden Grad an Selbstverliebtheit. Ja, das heißt, oh, pretty. Woran denkst du denn gerade? Ich weiß, ich habe mich einfach. Das ist so, so geil arrogant. Das kenne ich auch. Ich sitze dann da und denke an mich und bin einfach nur verzaubert. Ich freue mich auch jeden Morgen über den Typen im Spiegel. Wow, da bist du wieder. Geil. Trotzdem möchte ich immer wieder darauf hinweisen, wir machen uns ein bisschen lustig über die, aber gleichzeitig, ja, nochmal alle, der Modeljob ist knallhart, ja? Beinhart. Und es ist auch teilweise erschreckend, was den Mädchen da abverlangt wird. Ne? Teilweise müssen die unmenschliche Dinge tun. Wie zum Beispiel, halten Sie sich fest, die Arme bewegen. So, deine natürliche Haltung ist schon okay. So. Ja. Nur halt an beide Arme denken. Beide Arme. Beide, beide. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, was mit deinen fucking Armen heute machen. Denk einfach, dass du gehst. Einfach geh, einfach mal wie, geh. Einfach gehen, wie spazieren gehen. Alles. Also ich fand, die stand vollkommen natürlich da. Auch als es so ging, total natürlich. Oder? Total natürlich. Jetzt beweg dich, du Scheißarm! Cool war aber auch der Tipp von der anderen, ne? Denk einfach mal, du gehst. Denk ich die ganze Zeit, verdammt! Was hat die mit ihrem Arm? Ist auch lustig, ne? Wenn die nervös ist, kriegt die einen steifen Arm. Lauf weg! Tja, was macht man bei so einem Armproblem? Da gibt's eigentlich. Gibt es eigentlich nur eine Lösung? Lieber Arm ab als Arm dran. Es ist ein Klassiker, meine Damen und Herren. Es ist ein Klassiker. So, jetzt kommen wir zum Highlight. Dann gibt es ja auch immer noch die Walks, ne? Und da waren die Mädchen dieses Mal, wie ich finde, ziemlich nackt. Ja? Was ich nicht wusste, das ist gar nicht nackt, das ist Kunst. Und Kunst geht immer. Das ist echt mega geil. Wow! Cassie, dein Posen sieht so schön aus. So geil. Der Designer hat mir gesagt, dass es mit dem Outfit nicht darum geht, einfach nackt im Arsch zu zeigen oder nackt zu sein, sondern es geht darum, Fragen zu stellen. Ja, die hätte ich jetzt auch. Und zwar viele. Erst einmal, was ist das für ein Designer? Der hat einfach die Klamotten genommen, vorne dran gebappt und die wurden dann festgebunden oder was? Also ich meine, so fährst du ja nicht zur Tanke. Das kriegst du ja nicht irgendwie, oh, ich nehme die Kleider da, das sieht gut aus. Hintenrum was frisch, würde ich das nennen. Ich meine, weißt du, wenn das geht, dann können sie die gesamten Klamotten auch knütteln und auf den Kopf setzen, ja? Und dann wären sie noch nackter. Entschuldigung, nein, dann würden sie noch mehr Fragen aufwerfen. Ja, aber zurück zum Thema. Es geht also bei der Aktion darum, Fragen zu stellen. Was ich mich nur frage, warum fragt sich keine von denen, warum sie nackt in der Gegend rumrennen? Ja, im Gegenteil, die Mädchen lernen hier sogar eine tolle Lektion fürs Leben. Nicht hinterfragen, sondern einfach mal schönreden. Absolut, eben. So der Po ist auch wie eine Hand. Ne? Meine Hand verstecke ich ja auch nicht, warum soll man den Po verstecken? Was? Mein Po ist wie eine Hand? Oder meine Hand ist wie ein Po? Wer von beiden? Und wenn das so ist, dann muss man mal sagen, der Klaps auf den Hintern ist dann ja eigentlich so eine Art High Five. Ja!
Das ist natürlich, meine Damen und Herren, das ist natürlich Schwachsinn. Das ist natürlich Schwachsinn. Das sind Gedanken, die manche Männer jetzt wahrscheinlich hätten. Aber es ist Schwachsinn, ne, liebe Männer. Das ist Blödsinn. Insofern umso besser, dass es einen Mann gibt, der sich für die Rechte der Frauen einsetzt und klare Kante zeigt. Gerade wenn es darum geht, ob Frauen nun auch mal oben ohne ins Schwimmbad dürfen. Ja? Und dieser Mann ist kein geringerer als Thorsten Legert. Also mal ganz ehrlich, ich bin am Schlucken, ja, weil bei allem Respekt, hier wird natürlich die Schamgrenze überschritten. Und ich meine, wir sind hier immer noch in Deutschland, ja, und ich denke, wir sind 83 Millionen in Deutschland. Davon wie viele Frauen? 10 Millionen, 20 Millionen, 30 Millionen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ein echter Legert, ey, den haut der raus. Ich glaube, mit seinem letzten Satz, er hat keine Ahnung, da hat er eigentlich alles Wichtige gesagt. Wie viele Frauen haben wir in Deutschland? 10 Millionen. Ja, 10 Millionen Frauen. Im Grunde genommen kann man sagen, jede Deutsche ist eine Frau. Und das sind 100%. Boah, so viele Frauen hier, ey. Er ging aber sogar noch weiter. Ja, aber die Schamgrenze jeder, gilt dann ein Moment, Frauen? Ein Moment. Das, was du tust, das interessiert mich ja auch nicht. Aber für mich ist richtig, dass hier das Wort Scham, ja, zum Vorschein kommt. Wird hier wir haben Kinder, ja? Dieter. Wir haben Kinder, wir haben pubertierende Kinder, wir haben Pflegefälle hier in Deutschland, psychosomatische Bekloppte, ja, auf Deutsch gesagt. Wir haben hier Spanner, wir haben pädophile Leute. Die warten ja nur noch drauf. Also erstmal, von was sprach jetzt hier Thorsten Legert? Von Scham? Schwarm? Oder Ente? Und worauf warten die ganzen Leute, die er aufgezählt hat? Und dann hatte ich das Gefühl, kann es sein, dass Legert einfach nur irgendwelche Dinge aufgezählt hat? Ja, wir haben pubertierende Kinder, wir haben Bäume, Seen, Stehlampen, Hornochsen.